zwei historische Fotos. Lotte. Meine Damen und Herren, das immer sehen, wie alle. Das ist die Jutegasse. Ne? Als ich kam, ich habe nie was gewusst, dass das eine Schäfergasse ist. Und das hier ist das letzte von Katz gebaute Haus. Schätze, wann das gebaut wurde? 1925, 30. Also noch von Juden 1935, 36. Bis 32, 33. Und dort hat es hier radikal eingesetzt. Und da staunt man, wie schnell hier dass die Masse der Juden aus diesen drei Dörfern weg ist. Ja, okay. Insbesondere aus Busenberg und Dahl. Ja, ja, ne? Und alles, was gelb ist, war einmal jüdisch. Und zwar das, das ist ungefähr von 1890 bis 1933. Ah, ja, okay. Hier. So sah die Synagoge aus. Das ist das gesamte Ambiente von 1930. Hat sich nichts geändert. Hier unten, dort wo zugemauert ist, ist der Eingang. Und so sah sie drin aus. Wenn wir jetzt reinkommen, das ist Kitzel. Wenn eure Nachkommen so zahlreich sind, dann ist es eins. Und so sind sie überall. Und oben, über diese beiden, die Brüder gelegt. Beschleunigen. Oder es ist ja gar nicht ab. Natürlich hat das schon das ZDF und die ARD und das Silvestrisch alles. Also, woher kamen die Juden? Sowohl in der Antike als auch im Mittelalter, als auch heute, waren die Juden primär Stadtbewohner. Sie waren kaum Landbewohner. Die Juden, die hier in Deutschland lebten, durften ja ab dem Mittelalter, also ab den Konzilien, keinen Beruf mehr ausüben, also Ackermann oder Maurer und so weiter, sondern sie durften nur noch Händler sein. Erst mit der Vertreibung vor und nach der Reformation, sprich 15. und 16. Jahrhundert, wurden sie aus den Städten Worms, Speyer vertrieben und kamen damit aufs Land. Busenberg, Dahn, Erlenbach und Vorderweidenthal zählten zu den vier Wasgau-Dörfern mit Juden. Und deshalb waren auch hier primär Viehhändler, Textilhändler und es gab ein paar kleine Bauern. Das war der Grund, dass sie hier an den strategischen Punkten sich angesiedelt hatten. Busenberg war im 19. Jahrhundert die größte jüdische Gemeinde. Sie hatte 1836 schon 140 jüdische Einwohner. Das heißt, fast ein Drittel Busenbergs war Juden. Also eine Judengasse gab es in Busenberg nicht. Dahn hatte eine Judengasse, weil dort die Synagoge und mehrere Juden wohnten. Diese Juden wurden aber nicht in diese Gassen gedrängt, wie im Mittelalter, sondern in der Judengasse wohnten sie zusammen, sie konnten sich mehr helfen, unterstützen, zum Beispiel den Schabbat zu feiern. In Busenberg war das nicht der Fall. Hier, wie in den übrigen Wasgau-Dörfern, waren sie in der Ortsmitte angesiedelt, weil sie hier ihre kleinen Geschäftchen betreiben konnten. Und ab dieser Zeit blühte auch das Judentum auf und es dürfte, ich sag's mal in Anführungszeichen, das goldene Zeitalter von Juden und Christen gewesen sein, wo sie mit zusammen gelebt haben und sich auch zusammen toleriert haben. Aber eins darf man nicht vergessen, ein Antijudaismus, ich sage nicht Antisemitismus, ein Antijudaismus, religiös begründet, war latent.
immer da. Nicht nur in Busenberg, sondern überall. Busenberg, Dahn, Vorderweidenthal und Erlenbach hatten eine Synagoge, hatten eine oder mehrere Mikwen und hatten eine israelitische oder jüdische Schule. Die Mikwe in Busenberg ist eine Einmaligkeit, denn sie ist das einzige Mikwe-Häuschen, das noch besteht. Es gibt natürlich in der Pfalz sehr viele Mikwen, auch in Speyer eine große Mikwe oder in Worms, aber das sind Mikwen in der Erde. Ich muss ja mal ein paar Aufnahmen oder später mal machen, damit ich von einer Jüdin, die in Busenberg geboren wurde, habe ich erfahren, dass ihre Mutter noch um 1890 hier die Mikwe besucht haben soll. Spätestens ab diesem Zeitpunkt, das wissen wir, wurden in der Pfalz keine Mikwen mehr benutzt, sondern die Privatbäder wurden eingeführt. Die Mikwe wurde hier betreten. Dann war eine Ecke für die Kleiderablage, nämlich Frauen und Männer mussten total nackt, müssen heute noch total nackt in die Mikwe. Das heißt, alles Künstliche, wie sagen wir, Perücke, Schmuck, Gebiss und so weiter, musste abgelegt werden. Der Mensch muss so in die Mikwe, wie er geboren wurde. Nach dem Bad ging man heraus, wurde dokumentiert, hat sich wieder angezogen und soweit ich erfahren habe, hat dann die Lehrersfrau den Frauen auch eine Tasse Kaffee angeboten und die Männer werden vielleicht, ich denke, auch ein Schnäpsi oder sowas getrunken haben. Das wurde auch als gesellschaftliche Zusammenkunft wurde das ebenfalls betrachtet. Einen Friedhof gab es nur oder gibt es noch nur in Busenberg. Was passierte mit den Juden hier, speziell in Busenberg? Entweder waren sie schlauer als die anderen oder der Leidensdruck war hier höher. Nämlich die Auswanderung oder Abwanderung der Busenberger Juden begann schon wie der Dahner Juden, schon Anfang 33, 34. So dass gegen Ende 38, 39 nur noch wenige Juden hier waren. Als am 1. September 1939 der Krieg begann, wurde die gesamte sogenannte Rote Zone, das sind ungefähr 15 bis 20 Kilometer der französischen Grenze entlang, total evakuiert. Alle Deutschen wurden evakuiert und kamen nach Mainfranken und nach Sachsen und Thüringen. Und die Juden mussten sich eine Bleibe suchen. Sie gingen, wenn sie konnten, zu Verwandten in Städte und von dort aus wurden sie dann auch später deportiert. Ein zweites wichtiges Datum, zumindest indirekt, ist der 22. Oktober 1940. Nach dem sogenannten oder nach dem siegreichen Frankreichfeldzug wurden alle Juden im Saarland, in der Pfalz und in Baden-Württemberg in einer Nacht- und Nebelaktion deportiert und nach Südwestfrankreich, nach Gurs, in ein französisches Konzentrationslager geschaffen. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst, dieses deutsche Volk, ein Vorführen für eine Arbeit, für einen Fleiß, einen Entschlossenheit, einen Trotz, eine Beharrlichkeit, dann werden wir wieder ein Vorstein, genau wie Peter es auch Deutschland mit geschenkter Leben, sondern selbst nicht schaffen. Wie habe ich alles abgelehnt, wie
Volk. Ein Vorführen für eigene Arbeit, für eigenen Fleiß, eigenen Stolz, eigenen Trotz, eigene Harmlichkeit. Warum sehen wir wieder den Vorstein? Genau wie die Väter ist auch Deutschland mit gestellter Hilfe, sondern selbst sich schaffen mussten. Claude Levy ist der letzte noch lebende jüdische Zeitzeuge aus Busenberg. Claude und seine Familie und seine Großmutter lebten in dem Haus Nummer 4 in der Kirchgasse in Busenberg. Claude wurde 1930 hier in Busenberg geboren. Sein Vater war Leo Levy und seine Mutter war Carola Meta Levy in Schieferstadt geboren. 1938, vor der Reichskristallnacht, musste die Familie auf Druck der Nationalsozialisten Busenberg verlassen und sie zogen nach Schieferstadt, wo Claudes Mutter herstammte. Als die Zeichen für die Juden in Deutschland immer schlimmer wurden, haben Claudes Eltern ihren Sohn Claude im Januar 1939 nach Weißenburg, das war damals Frankreich, zu seinem Großonkel Julius Schwarz gebracht. Und dort hat dessen Tochter Emmy, sie war Zahnärztin, Claude, der bisher Kurt Levy hieß, den Namen Claude gegeben, den er bis heute trägt. Und hier wohnte er zusammen mit seinem Onkel. Hier ist er 1939 hingekommen und von hier aus wurde er auch zusammen mit seinem Onkel nach Limoges gebracht. Nach dem Krieg hat er dieses Haus öfters besucht und nach dem Tod seines Onkels hat er es auch gekauft. Hier war er öfters gewesen. Vor ein paar Jahren hat er es jetzt wieder weiterverkauft. ...1942 wurden dann seine Eltern nach Auschwitz deportiert. Seine Mutter ist dort sofort umgekommen und sein Vater hat in Auschwitz als Sklavenarbeiter noch bis 1944 überlebt. Er hat nämlich insgesamt 3 Karten geschrieben. Claude selbst lebte dann versteckt in Limoges und hat so dort den Krieg überdauert. Nach dem Krieg hat seine Großmutter, die auch überlebt hat, ihn wollen mitnehmen in die USA. Sie ist in die USA zu ihrem Sohn ausgewandert. Claude hat sich aber entschieden, in Frankreich zu bleiben. Was haben Sie hier? Guck mal, Suggestion des Schiffs. Gut, wir nehmen schon mal weg. Das ist der jüdische Lehrer, Nussbaum. Der hat das Schächt, das er da hat. Und der hat das Schächt.
in Schieferstadt ist mein Vater geholt worden, verhaftet worden, nach Dachau gebracht. 5 oder 6 Wochen. Wie die Kristallnacht gegangen ist. Wir haben hinter der Synagoge gewohnt, ist die Synagoge verbrannt geworden. Ich weiß noch, an der Kristallnacht ist ein Gendarm gekommen zu uns und hat meiner Mutter gesagt, Meta, ich kann nichts machen. Das war ein Freund von meiner Mutter. Direktor von dem Gymnasium, wo ich war, bei Limoges, ich war nicht allein, da waren vielleicht 20 bis 30 Kinder wie ich in der Schule. Und er hat viele, da ist als die Gestapo gekommen, ne? Und er hat gefragt, ob jüdische Kinder sind bei ihm. Da hat er gesagt, ja, weiß nicht, er kennt nicht. Ich habe meine Frau gekannt, schon vor dem Krieg, aber da waren wir noch klein. Ich bin immer nach Weißenburg gekommen, zu meinem Onkel. Und ich habe es schon früher gekannt, aber da waren wir zu 1948. Ich bin zuerst Französisch, dann Jude und Elsässer. Weil in Elsass spricht man wie in der Pfalz. Ja. Ich habe nichts gegen Deutschland. Ja. Claude ist ein liebenswerter Mann. Er ist ruhig, bescheiden und er ist äußerst hilfsbereit. Claude liebt seine Heimat des Elsass und kommt immer wieder hierher zurück. Er und seine Frau haben eine Tochter, die lebt heute in Paris und sie hat 2 Kinder. Seine Frau ist 1994 gestorben und in Weißenburg auf dem jüdischen Friedhof beerdigt und dort will auch einmal Claude beerdigt werden. Zinsliste von 1954 sogar. Der Kurt Levi war mein Schulkamerad, Schulkolleg und unsere. Meine Eltern und Großmutter waren noch privat gut befreundet mit seiner Familie, mit Großmutter. Da ging unsere Großmutter zu der Rose zu Besuch, zu den Judenfreunden. Dann hat sie uns Matze geschenkt, was man so den Kindern was geben will. Heute ist Schokolade. Na, dann haben die erzählt und waren befreundet, haben die gestrickt. Zusammen, bis eines Tages das losging. Kurt war so angenehmer. Er kommt, wenn ich so im Heulen nach und nach denke, er war schon ruhiger gewähnt und gebildet, war nicht so gerade so wild wie die Bauernbuben oder so ähnlich. Ein bisschen in der Schule. Das hat mich verwundert und dann im Nachhinein musste man das erst lernen. Er war bei mir in der Schule, bei der anderen Buben auch gesessen, so wie die Christen. Es gab ja keine Ausnahmen.
wenn die Zeit kam, seine, wo er heim musste. Oder wenn man es richtig sah, wenn unser Religionunterricht war, dann auch. Dann ist er auf und dann habe ich mal geschaut eines Tages und dachte, warum geht er vor? Aber er darf heim, meint man noch als Kinder. Warum? Er ist auf und sah ich ihn springen. Ist aufgesprungen und heim, weil er bei unserem Religionsunterricht nicht da war. Aber da hat niemand. Es war für die Kinder so selbstverständlich, die ganze Schulklasse, der Kurt. Ich habe ihn als Schuljunge kennengelernt und als Privatbube befreundet in der Familie durchs Elternhaus. Er kam mit seinem Vater hierher. Aber dann, wie das so geht, die Väter, die Buben mal an der Hand genommen und ging, ah, wir gehen mal zum Reinhard vorbei. Das wussten wir dann alle nicht. Wir haben ja den Lot, sie mussten dann, gingen dann weg. Das hat er im Vater so gesagt, also sie haben vor, sie gehen vielleicht gehen nach, wenn sie nicht so fort oder nicht bleiben dürfen, nach Schifferstadt mal so, in ihren Medas Heimat. Sie meinten sogar, dass die Rosa noch wegging nach die Oma. Nach Amerika wussten die Leute, ah ja, und die Nazis, die haben ja das ja, die Leute nichts erfahren, nicht ob es denen schlechter geht oder ob sie sie abtransportiert haben. Na gut, die gingen in ihre Heimat. Giebel, tagsüber im Norden von Rheinland-Pfalz leichter Regen, sonst Wolken und Sonne im Süden Baden-Württemberg. Und sein Vater, Leo, war besonders befreundet mit unserem Vater, weil ja der Leo war Viehhändler. Wir waren ja Bauersleute, unser Vater hatte Feld und ein Fuhrwerk. Und dann war Leo sein Fuhrmann. Und er musste ja sein Fleisch nach Pirmasens bringen und Vater hat mit seinem Pferdefuhrweg hat er sie ihm nach Pirmasens gebracht, gefahren. Dann hörte man also unsere Eltern halt auf jeden Fall, so langsam ging das dann. Aber die Juden, die müssen, die wollen die wegbringen, die müssen weg, müssen auswandern, oder wie sie es nannten, von Räumen, so wie wir sind in der zum Krieg evakuiert werden, aber wie sie das nannten, sie müssen weg. Leo kam dann auch mal, wo ich das mir halt noch. Wir müssen fort vom Dorf, alle Juden sollen weg. Und in andere Ortschaften haben sie dann auch so gehört, da sind auch schon manche selbst weg, aus sich schon fort. Manche hatten Verwandte in Amerika, die gingen, wenn sie noch konnten. Reisten aus, aber Leo hing an Busenberg, an seiner Heimat. Er wollte doch nicht weg, und wäre vielleicht auch früher. Aber wie dann alles, dann ging er seine Frau, die Meda, kam aus Schifferstadt. Dann sind sie doch nach Schifferstadt gereist, gezogen in der Frau ihrer Heimat. Man hat gehört, dass sie dort noch ein bisschen waren, eine kurze Zeit, aber dann mussten sie ja dort auch weg. Das Jahr hat er als Leo dann Vater noch auch sich unterhalten, weil die ja immer, sie waren Viehhändler und sie wussten sicher, dass die meinen, die Christen, sie wollen sonst nichts arbeiten, nichts schaffen, aber sie hatten ja keinen so Beruf gelernt, sie waren halt Händler und manche Lehrer und was sie so, Ärzte, und das war ja hier nicht, war in Daun ein Arzt.
Und dann sagte er zu Vater, ja, wenn sie uns nur hier lassen würden, dann würde ich ja nicht, dann könnte er ja, würde er den Handel aufgeben oder wenn es nicht erwünscht. Er ging ja auch an die Reichenbach, war das Sägewerk, da gingen schon etliche Männer dorthin, neben ihrer, die nicht so vielfältig bearbeiteten, gingen darunter schaffen mit dem Holz. Und er sagte, ich ging ja auch dorthin, könnte dorthin gehen, arbeiten, nicht? Dann, wie die später weg sind, wir haben ja nichts mehr von ihnen. Gut, da geht man dahin und vielleicht kommen sie immer die Hoffnung. Unsere Leute hatten die Hoffnung, ja, sie kommen vielleicht wieder. Da war gar nichts mehr, ob sie so. Und die anderen waren auch schon weg. Der Leopold, die da auch Belesener und die anderen. Nach dem Krieg, ja. Die war auch so gut mit ihnen. Das erste Haus, die Kirchstraße rein vor Leos Haus, Nachbarhaus. Die Anna hat sie geheißen, die waren auch so gut. Bei ihnen war er, wie er nach dem Krieg zurückkam. Die Frau hat auf einmal gesagt, der Kurt, der lebt ja noch, hat man so langsam gehört, die Kinder haben überlebt. Von uns wusste er halt nicht. War er bei seinen Nachbarsleuten? Ach, ich glaube, dann war er mal als französischer Soldat hier bei seinen guten Nachbarn in der Kirchstraße. Da auf der. Oh, da der schöne Buskopf, den muss ich probieren. Und dann hörten manche, ach so, und dem einen, dem Hagenauer, der hat ja dann sein Haus noch verkauft selbst. Der kam zurück aus Frankreich, der Hagenauer, und wusste dann auch manchmal ein bisschen Punkte oder Nachrichten. Ja, und dann waren so, die da Nazi waren und die, das war ja denen nicht recht, wenn da einer mal noch ins Dorf kam und erinnerte sich. So war das. Das Judentum hier im Wasgau, in den vier Dörfern hier, ist praktisch beendet. Es leben noch drei hier geborene Juden, drei aus Dahn und einer aus Busenberg. Wenn die gestorben sind, dann leben keine mehr hier geborenen Juden. Auch gibt es hier keine jüdischen Gemeinden mehr. Die sind mit dem Nationalsozialismus vernichtet worden. Nach dem Krieg waren nur noch zwei Familien hier, die auch weggezogen sind. Das, was wir hier im Kleinen für unseren Bereich im Wasgau gesagt, gezeigt, gefilmt habe, das trifft natürlich insgesamt für zumindest Landjudentum zu. So ähnlich ging es allen Juden in den Dörfern in der Pfalz und im übrigen Deutschland. Ein bisschen anders stellt sich dann das Stadtjudentum wie in Berlin oder in München oder Frankfurt da. Aber es ist maßgebend oder gleichbedeutend für alle Dorfjuden, die in der Pfalz und in Deutschland gelebt haben.
kam so langsam, so allmählich. Auf einmal kamen der Kleiderhändler aus Landau nicht mehr. Das hat so langsam, haben sie vielleicht in den Städten denen schon verboten, dass sie nicht mehr raus dürfen. Ja, und dann kam das auch. In Daun waren die Geschäfte, die Judenbesitzer. Hier, die Leute sind nur weg auf der Handel, hatten aber kein festes, kein Geschäft im Dorf. Ein ganz früher noch, was mir nicht mehr war, die Illemam hatte sie so ein kleines Lädchen mit Textil. Aber in Daun, was die Leute in Buseberg auch brauchten, der Eisenhandel, wenn die Leute eine Hackereisenware fürs Feld, eine Gabel oder die Kette für das Vieh anzubinden. Das war der Anfang von den erst so Hitlerbuben da, wo sich ein Groß und das ist alles das gewachsen. Und das war noch nicht so direkt, da war das aber Gespräche im Kommen. Auf jeden Fall ist von drinnen dann, weil ja die immer so viel laufen mussten, dann die Juden von Ort zu Ort. Der eine aus Erlenbach, weiß ich leider keinen Namen, schade, der immer kam in den Hof. Nur Reinhard, hast du noch Wachenschmier? Oder hast du noch Schuhschmier und Wachenschmier? Die wussten, sie haben ihre Kunden, da gehen wir rein, der braucht. Die Geil haben ihr Huf mit schön geschmiert, riecht. Dann braucht er immer viel. Sie haben nicht daran geglaubt, dass die so, dass das so für sie kommt. Dann sagte er, dass in ihnen so laus hat er begegnet, Hitler, gesungen und sich groß gemacht. Dann sagte der Jude, nur Reinhard, sind das diese, die die Jide fortschaffen wollen, die uns fort und geschmunzelt dazu, nicht gedacht, ach, das sind so vorübergehende Lausbuben. Nicht gedacht, dass die Menschen sie so, ja. Der Judenfriedhof war für uns Kinder nie mehr gepflegt, schon teils verwüstet. Und dann haben wir so ein bisschen da sind wir nicht so rein gelaufen im Krieg, weil man so die ein bisschen befürchtet als Kinder, die Angst hatte. Man meinte dann, da wäre was Schlimmes, weil die denn verwüstet haben, nicht? Da meint man dann als Kinder, oh, ist das was Schlimmes da drinnen, weil die so und war so verwildert dann und da sind wir eigentlich dann erst nach dem Krieg wieder mal auch, jetzt darf man ja in der Rückseite die schöne uralte, die Rotsteine, die Natursteine, die waren dort überhaupt nicht mehr so sichtlich von dort, wo so viel aus Gräber aus von der Weidenthaler Judenbesitzer waren dort. Dann sind wir mal dann schon so langsam rein wieder reingelaufen und geschaut, haben die Steine kaputt gemacht, so viele. Thank you.
jüdische Friedhöfe bekamen früher nur abgelegene und für den Ackerer, so heißt es, also für den Bauer, nicht mehr brauchbares Land zugewiesen. Die Friedhöfe mussten im Mittelalter außerhalb der christlichen Gemeinde sein, und zwar so weit, dass man den christlichen Kirchturm nicht mehr gesehen hat, was ja auch hier der Fall ist, obwohl dieser Friedhof ja erst 1824 angelegt wurde. Karl-Heinz Levi hat diesen Beerdigungsplatz für sich und seine Frau ausgesucht, schon vor 10 Jahren, weil hier links von ihm sein Großvater Simon Levi der Erste liegt und rechts von ihm seine Großmutter Magdalena Levi, geborene Bär. Seine Begründung war: meine Eltern wurden umgebracht in Auschwitz, die Asche zerstreut, ich habe keine Verwandten mehr, also will ich hier bei meinen Vorfahren, bei meinen Lieben beerdigt sein. Das war seine Begründung. So, da gibt es jetzt einiges zu sagen. Ne? Levi Karl Heinz Israel, weil alle Männer mussten Israel. Und hier das eingedruckte J für Juden. Karl-Heinz Levi ist die Person, von der ich am meisten über die jüdischen Schicksale und über die jüdische Familie in Dahn Informationen bekommen habe. Er war meine erste, größte und beste Quelle. Dieser fotografische Blick ist herüber auf die Seite, wo wir heute wohnen. Also, wir können mit hoher Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Karl-Heinz Levi, er ist jetzt 92 Jahre und sieht die Situation ganz realistisch, dass er der Letzte sein wird, der hier auf diesem Friedhof beerdigt wird. Als die Juden hier in den Jahren des Nationalsozialismus, also bis 1939 hier verjagt wurden, wo gingen sie hin? Die meisten von uns, die noch emigrieren konnten aus dem Wasgau, gingen in die USA, und dort sind die meisten an der Ostküste. Ein Teil ging nach Südamerika, nach Brasilien und Argentinien. 2, 3 in die Schweiz und einige auch in das damalige Palästina. Die, die nach Belgien und nach Frankreich gegangen sind oder emigrierten, die wurden später wieder eingefangen und in die Lager gebracht. Natürlich sind die Juden
in den USA Amerikaner geworden, in Frankreich Franzosen. Das ist ja das Beispiel von Claude Levy. Als du ihn gefragt hast, Claude, wie fühlst du dich? Und dann sagte er, als erster als Franzose, zweitens Jude und drittens als Elsässer. Das war eine sehr gute Antwort. Ein weiteres Faktum ist, dass sowohl die Täter, die deutschen Täter, ihren Kindern nichts vermittelt haben, nicht über ihre Vergangenheit gesprochen haben, nicht über ihre Taten. Und ein ähnliches Verhalten ist bei fast allen jüdischen Kindern festzustellen, dass die Eltern sie nicht informiert haben oder nur kaum informiert haben, sie also nicht sie aus dem Leid draushalten wollten. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich mich so intensiv mit dem Judentum beschäftige. Ich habe katholische Theologie, Geschichte und Politik studiert und war damit mit dem Thema Judentum, musste ich mich auseinandersetzen. Außerdem war ich Lehrer an einem Gymnasium und hatte mit diesem Thema auch immer wieder mit den Schülern zu tun. Hinzu kam, dass ich vor 25 Jahren, als ich hier in Dahm das Thema Juden aufarbeiten wollte, auf größten Widerstand in der Bevölkerung und bei den Politikern stieß. Und jetzt sagte ich, jetzt will ich es wissen und habe mich in das Thema hineingekniet bis zum heutigen Tag. Ich will damit den Juden ein Denkmal setzen. Ich will ihr bewahren und aufzeigen, dass sie einmal hier über 250 Jahre gelebt haben und unsere Gemeinden hier mitbestimmt haben, dass sie verjagt wurden und zum Großteil umgebracht wurden. Und zweitens will ich aufzeigen, dass das, was unter dem Nationalsozialismus geschehen ist, diese Verbrechen von damals sich heute nicht mehr wiederholen sollen. Das betrachte ich als meinen Auftrag.